Hi Civilization 6, herzlich willkommen und wir sagen eine Runde weiter. Go, go, go! Matze, zieh! Oh, warum zieht er denn die Einheiten hier zu mir rüber? Das ist doch doof. Renaissance beginnt. Die vier Merkmale des Humanismus sind Neugier, ein freier Geist, der Glaube an guten Geschmack und der Glaube an die menschliche Spezies. So, Taj Mahal Bauba. Für quasi für immer goldene Zeitalter mehr oder weniger garantiert, finde ich hübsch. Erweiterung für unseren Theaterplatz und Politikkarten, die wir eher nicht brauchen. Dankeschön. Und ja, dass jetzt hier die Einheiten vorgezogen sind, ist doof. Insbesondere der Ritter. Nee, ist das der Ritter? Ja, es ist noch kein Kürassier. Der macht die Stadt kampfstärker. Das ist Aua. Aber ein bisschen Schaden machen wir. Ihr seht, es plus 5 stationierter Ritter. Den wollen wir eigentlich nicht haben. Die plus 6 durch die Bezirke, die plündern wir kaputt. Und damit das alles gut klappt, brauchen wir einen Nachlass bei allen Einheitenverbesserungen. Die Berufsarmee. Wo packen wir die rein? Gold sparen durch Einheiten ist schon sinnvoll. Wir bekommen aktuell 4 Gold. Hier unten eine Produktion in allen Städten. Ich glaube, ich nehme die Produktionskarte erstmal raus, weil wir die Einheiten, die wir primär für den Sieg ja brauchen, mit Glaubenspunkten erkaufen wollen. Und die Produktion, ja, da braucht Petra halt eine Runde länger. Die nehme ich mal raus. Hier bekommen wir viel Gold für. Gold, Gold, Gold. Bedienstete. Bringen uns die Bedienstete etwas. Ich gucke nochmal sicherheitshalber nach. Wir sind glücklich bis zufrieden. Würden wir die Karte rausnehmen, wären die beiden Städte nicht mehr glücklich. Glücklich zu sein bringt uns 10% mehr auf alles, außer auf Tiernahrung. Und sollten wir weiterrecht aufrechterhalten. Deshalb lasse ich die Bediensteten drin. Rekrutierung wegen des Geldes. Schrift ist klar. Unsere große Religion, Kopf ab. Geld ist klar, Geld ist klar, es geht nur die Karte raus. Berufsarmee kommt rein, noch mehr Geld sparen. Und ich frage euch mal im Chat, seid ihr glücklich, liebe Leute? Direkte Frage. Wir bestätigen das. Seid ihr glücklich? Wenn ja, dann müsstet ihr jetzt einen 10% Boost auf eure ganzen Fähigkeiten gemerkt habe. Ich hoffe, ihr merkt das, dass ihr 10% schneller seid, erfolgreicher, mit schnell 10% schneller lernen könnt, ihr vielleicht auch etwas frommer geworden seid, mehr Glauben produziert, wenn ihr in die Kirche geht oder in andere religiöse Gebäude. Und wir wollen ein bisschen aufleveln. Wen leveln wir als erstes auf? Jetzt müssen wir einmal durchklicken hier. Am liebsten sind mir die Renner. Die brauchen wir auch verbessern. Eine Runde brauchen wir noch für die Karavellen. Können wir den schon verbessern? Nein, für den Schwertkämpfer haben wir nichts. Den Speer wollen wir verbessern. 60 Gold, okay. Das soll verbessert werden. Der Kollege muss hier runterziehen. Renner, Renner, Renner. Geht nicht. Geht bald. Quadrireme wird noch nicht gehen. Können wir trotzdem hier schon mal vorziehen. Und du kannst auch schon mal hier hinziehen. So bleibt er noch im Einflussbereich vom großen Admiral. Und hier ist er innerhalb der Kulturgrenzen, sodass wir auch die Galeere nächste Runde verbessern könnten. Hier ist ja noch eine Galeere. Kann auch schon mal rausziehen. Barbaren scheint es hier... Ach, die Galeere kann sogar befördert werden. Oh. Tja, was machen wir? Embolom oder Steuermann? Sichtweite, Fortbewegung hilft immer. Gegen Marineeinheiten weiß ich nicht, ob wir gegen die kämpfen werden. Das wäre auf jeden Fall ein cooler Bonus gegen die Stadtverteidigung. Das wäre noch cooler alles. Nehmen wir mal Steuermann. Neue kulturelle Forschung. Wir haben was als nächstes? Ich hätte gerne schnell einen weiteren Gouverneurstitel, damit unsere Einheiten mit einer Beförderung starten können, wenn wir sie vor Ort ausbilden. Deshalb
Gehen wir mal auf den Merkantilismus. Der bringt uns auch nochmal mehr Fortbewegung. Eine bessere Karte von der Karte, die wir aktuell drin haben, mit plus 2 Gold für alle Handelswege, bringt uns dafür auch noch Glauben und nochmal mehr Gold. Das bauen wir nicht. Freibeuter, ja, wäre auch interessant, hat nämlich eine Nahkampfstärke von 40. Und der Kollege hier hat eine Nahkampfstärke, nee, der ist besser, von 55. Die Karavellen sind leider besser. Die Galeere ganz links ließe sich auch befördern. Diese hier, oh ja. Ja, da machen wir jetzt mal Embolon, der muss ja nicht mehr so weit reisen. Der ist ja hier quasi schon vor der Tür. Dankeschön. Intruder. Und hier als nächstes haben wir eigentlich gesagt, Kunstmuseum geht auch. Baut der Perser denn eine verbotene Stadt? Es wäre ihm eigentlich verboten. Tut er nicht. Dann bauen wir jetzt die verbotene Stadt. Guckt, Leute, wir sind Wunderbauer. Jetzt haben wir leider gerade auf 4 Produktionspunkte verzichtet. Die müssen wir uns hier oben aber wiederholen. Zack. Da sind sie. Beeinflusst auch nicht auf negative Art und Weise unser Schutzgebiet hier. Das sollte immer noch alles ganz hervorragende Erträge bringen. Warum das Feld hier nicht atemberaubend ist? Vielleicht wegen des Sumpfes. Wenn wir den Sumpf entfernen, wäre das auch atemberaubend. Die Stadt, durch den Sumpf bekommen wir nur Nahrung. Lasst uns das machen, Leute. Wir entfernen mal den Sumpf. Lasst uns den Sumpf trockenlegen. Ein Satz, den ich im echten Umfeld höchstwahrscheinlich niemals sagen würde. Aber hier in diesem Fall. Oh, hier ist ja noch eine Galeere, die sich befördern kann. Die machen wir wieder zum Steuermann. In diesem Fall, glaube ich, ist das legitim. So, und hier verschanze ich jetzt mal erstmal alle Einheiten. Lasst uns mal das Gelände hier checken, wo wir sie positionieren können. Der Tribok kann 2 Geländewälder weit schießen und nicht über Hügel und so weiter hinweg. Das hier ist eine Ebene. Hier wäre ein hübsches Feld, wo er drauf verteidigt wäre. Hier ist blöder Ring, weil Tuspa dann leider schießen würde. Also hier wollen wir lieber keine Einheiten drauf positionieren. Das ist ein Feld, wo wir eine schlechte Verteidigung haben. Also vielleicht hier von diesen beiden Feldern beschießen. Und dann haben wir ja noch einen im Hintergrund, mit dem wir dann austauschen können. Das werden wir bestimmt schnell plündern. Wir brauchen dann auch die Plünderkarte. Leute, ich denke mir, in 5 Runden machen wir Krieg, oder? Was meint ihr? 5 Runden, Runde 94 Krieg, 6 Runden Krieg, Runde 100, Mats hat gewonnen. Also so stelle ich mir das vor. Mal sehen, ob das so klappt. Hier haben wir einen Händler, der von Störtes Paradies aus losreisen möchte. Wohin? Und warum? Möglicherweise wollen wir aber eher Klopf-Klopf noch ein bisschen boosten. Ich schicke ihn mal hier rüber. Der Admiral steht hier eigentlich noch ganz gut. So, bleibt mal in Bereitschaft. Ich hoffe, dass Kyros uns noch nicht fragt, warum wir denn hier so viele Einheiten in der Stadt nebenan haben. Die sieht er ja auch eigentlich gar nicht, ne? Also ich glaube, er sieht nur bis hier die Einheit. Ja, die Einheit ist vielleicht grenzwertig. Aber ich meine mich in Erinnerung zu haben, in einem der Tagebücher der Entwickler oder in einem der Streams, die gesagt haben, dass die KI zumindest weniger darauf reagiert, wenn man Einheiten innerhalb der eigenen Kulturgrenzen noch hat, die wiederum angrenzen an die Grenzen des Gegners. Ich hoffe mal, das ist richtig. So. 3 Punkte, 3 Beförderungen oder Aktionen hat der Handwerker hier noch. Die Sümpfe lassen wir mir mal, wie sie sind. Wir könnten vielleicht einen Kurgan errichten. Wann kommt noch ein Geländefeld hinzu? In 8 Runden der geothermische Riss hier unten. Wir bauen mal einen Kurgan. Der bringt jetzt nicht ganz so viel, aber... Ach, die Stadt wächst auch nicht. Warum wächst die Stadt nicht? Warum wächst denn die Stadt nicht mehr?
Haben wir hier so schlechte Nahrungsfelder? Hä, wir haben plus 6 Nahrung und die Stadt wächst nicht? Was soll denn das? Warum Stadtbevölkerung stagniert? Warum stagniert denn die Stadtbevölkerung? Was ist denn hier los? Sie sind sind zufrieden? Was ist denn das für ein... Ich behaupte, das ist ein Bug. Leute, habt ihr eine Erklärung dafür, warum in Kür wer das Stadtwachstum nicht weiter vorangeht? Nächste Runde geht's wieder. Habe ich ja so noch nie gesehen. So, oh, Wunder fertiggestellt. Alhambra. Wäre ein cooles Wunder auch für uns gewesen. Schade. Bei Rhodos wurde ein Koloss errichtet, 70 Ellen hoch und zu Ehren der Sonne. So viel Bronze nutzte der Künstler, dass es schien, die Quellen in den Minen sollten versiegen. So, ein antikes Wunder in der Tat fertiggestellt. Den Koloss haben wir gebaut. Der bringt uns einen weiteren Handelsweg. Und, oh, das war es auch schon. Einfach nur einen weiteren Handelsweg, den wir dadurch unterhalten können. Und wir schauen uns natürlich den Wunderfilm noch einmal an und genießen das Ganze gemeinsam. Bei Rhodos wurde ein Koloss errichtet, 70 Ellen hoch und zu Ehren der Sonne. So viel Bronze nutzte der Künstler, dass es schien, die Quellen in den Minen sollten versiegen. Epische Musik im Hintergrund. Nicht jeder, der wandert, ist verloren. Behauptet Herr Tolkien. Der wird's wissen. Er hat ja viele Leute auf die Wanderschaft geschickt in seinen Büchern. Insofern hoffen wir mal, dass es stimmt. Mit der Casa de Contratación könnten wir viele Gouverneurstitel bekommen und der Rest wäre für uns irrelevant. Na, weiß ich nicht, ob wir das bauen. Aber Caravella ist fertig. Mit anderen Worten, wir wollen befördern. Gerne hier erstmal hier vor Ort. Das kostet uns 90 Gold. Einmal. Zweimal. So, dafür haben wir die Erkundung auch weiter vorangetrieben. Ja, und ihr müsst euch leider noch ein bisschen gedulden. Nächste Runde können wir auf den Punkt genau eine weitere Karavelle befördern. Danach brauchen wir erstmal etwas Zeit. Und die Quadrireme hat als nächstes Level up die Fregatte, wenn ich mich nicht irre. Da brauchen wir dann auch Salpeter für, dass wir fleißig sammeln. Aber nicht mehr unendlich lang. Wir wollten doch hier eigentlich... Ach, da hat jetzt die Heilige Stätte schon angebaut. Wir wollen doch endlich hier das Lager bauen. Die Heilige Stätte ist doch fast egal jetzt, Leute, komm. Ach, da müssen wir wieder Geld ausgeben, um das Geländefeld zu kaufen. Oh, dann bauen wir die Heilige Stätte weiter. Hier vorne beim Koloss, da ist auch direkt ein Händler, glaube ich, vor Ort entstanden. Gold. Ich will Gold haben. Ich mache mal hier die Golderträge an. Nach Kabul wäre hübsch. Bitte ganz viel Gold für die Kriegskasse. Servus. Servus zurück. Dann bauen wir hier als nächstes ein bisschen, ja, ein bisschen Kultur kann uns gut tun, zumal Petra hier dann ja bald dazukommt. Ich hoffe, Petra zieht bald ein. Sie hat schon ihre ganzen Sachen gepackt, habe ich gehört. Und hier vorne könnte es auch nach Kabul gehen, wobei diese Stadt ist nah an der Front. Die könnten wir vielleicht auch nochmal boosten mit einem guten Mix. Nein. Wir schicken den. Ja, doch. Ah, was haltet ihr davon, Leute? Wir schicken jetzt einen Händler hier rüber. Der baut uns erstmal eine Straße zur Hauptstadt hin. Sobald wir Krieg haben, wird es sowieso zurückgebeamt in unsere Stadt. Aber dann haben wir eine Straße, sodass wir die Einheiten hier auch schön vorziehen können. Das finde ich doch, finde ich gut. Ich will eine Straße haben, bitte, zu Kyros. Dauert zu lange.
Wie lange? Oh, das ist eine super gute Frage, die Don Pablo im Chat postet. Wie oft starten Händler die Route vom Neuen, bevor man sie neu zuweisen kann? Das habe ich mal in intensiven Tests, ich sag mal, die Theorien, die es dort so gab, heraus experimentiert. Und zwar ändert sich das im Laufe der Partie. Solange man noch in der Antike und Klassik ist, muss der Händler mindestens 20 Runden unterwegs gewesen sein. Wenn er 20 Runden oder mehr unterwegs war und er dann wieder zurückgekehrt ist in seine ursprüngliche Stadt, dann kann er eine neue Handelsroute machen. Wenn er 18 Runden unterwegs war, dann fängt er die nochmal an und ist halt insgesamt halt 36 Stunden, Runden unterwegs. Das Ganze ändert sich aber mit dem weiteren Fortschritt. Und ich meine, bitte nagelt mich nicht fest, aber ich meine, dass das alle zwei Zeitalter sich verlängert. Um 10 Runden, wenn ich mich nicht irre. Also dann ist die Mindestlänge 30 Runden, zum Beispiel im Mittelalter, müsste dann der Handelsweg mindestens 30 Runden lang laufen. Und so dauert das immer länger, bis die Handelswege erneuert werden müssen. Ich meine, dass das so war, dürfte ich aber gerne nochmal bestätigen, nicht, dass sich das irgendwie geändert hat. Das ist zumindest mein letzter Stand. Mit dem Plänkler vielleicht von hinten irgendwie hier angreifen, überfallen. Komm, lass uns mal mit dem Plänkler hier ein bisschen hier vorziehen. Was können wir plündern, wenn wir die Pa-Iri-Da-E-Za? Gott, das habe ich, glaube ich, ganz komisch ausgesprochen. Wie heißen die? Pairidesa. Pairidesa. Pairidaesa. Also, wenn wir besagte Modernisierung plündern, bekommen wir. Wo steht's? Na, wo ist denn der Plünderbonus? Der steht doch hier immer. Ah, Glauben, da steht es. Glauben. Ja, ist nett. Wir haben ein Plätzchen hier wieder frei. Wir könnten noch mal was mit Glauben uns nachkaufen. Was wollen wir uns gönnen? Es ist alles relativ günstig. Schaut mal. Pro Runde ein Renner. Nihang. Wir holen uns mal einen Nihang, Leute. Wir haben ja einzigartige Fertigkeiten. Und die Nihang-Einheit können wir uns holen, weil wir in Lahore Suzerain sind. Und immer dann, wenn man eine Kasernenwaffenkammer oder ein Militärakademiegebäude das erste Mal baut, bekommen sie, ich glaube, plus 20 Kampfstärke. Das heißt, momentan haben sie 40 Kampfstärke, weil wir irgendwo schon, wahrscheinlich hier drüben, bereits Stallungen gebaut haben. Ah, eine Waffenkammer auch. Dann waren es vielleicht plus 10 Kampfstärke. Wir müssten noch eine Militärakademie bauen, dann hätten sie quasi ihre maximale Kampfstärke. Ja, ich hoffe mal, dass die Beförderungen cool sind. Wir könnten mal spekulieren darauf, sobald wir den nächsten Gouverneurstitel haben, dass wir mal hier in dieser Stadt dann einen Nihang bauen und dann gucken wir uns mal den Beförderungsbaum gemeinsam an. Im Handelsbildschirm rechts stünde, wie lange Sie unterwegs sind. Das ist leider nur so mäßig richtig. Also ihr seht zum Beispiel 10 Runden. Der Händler wird nicht in 10 Runden wieder frei sein, sondern es ist einfach die Anzahl der Geländefelder, die zwischen den Städten liegen. Das heißt aber nicht, dass er in 10 Runden wieder zurückgekehrt ist. War zumindest früher so. Wir können das gerne beobachten, ob das noch weiterhin stimmt. Aber das war meine Erfahrung. Und in Kürwer wachsen die Leute auch wieder. War Gott sei Dank nur ein Anzeigefehler. Der Handwerker hier kann nichts machen. Legt sich mal wieder schlafen. Den Landsknecht verbessern in 3 Runden. In 4 Runden können wir die Politikkarten wechseln. Und dann greifen wir an, Leute. Dann nehmen wir die Plünderkarten rein. Und dann geht's los. Matze ruft zum Krieg. Können wir den noch weiter vorziehen? Mit denen wollen wir ja relativ schnell an die. Nein, wir wollen erst mit den Rennern an die Front gehen. Erstmal hier plündern, gucken, wo die Militäreinheiten sind. Ich hoffe, dass Wolin, den Stadtstaat, den wir hier unten akquiriert haben, dass die vielleicht noch ein bisschen Geld investieren in Upgrades, damit sie die Perser hier schön beschäftigt halten können.
Und wir werden nicht genügend Militär oder Geld haben, um uns das Militär zu gönnen, hier aus Akkad zum Beispiel. Also aktuell brauchen wir hier 200 Gold, aber wir wollen ja die Flotten auch befördern. Die Karavellen, wenn sie jetzt angreifen, machen kaum Schaden. Aber, na, da hat es gerade irgendwie gehangen, oder? Hat es bei euch auch gerade gehangen? Bei mir hat es, ist das, war es erschreckend. Das Spiel war eingefroren. Um Gottes Willen, mein Herz ist quasi stehen geblieben. Ich wollte mit euch gemeinsam prüfen, wenn wir hier in die Vorschau gehen. Ja, schaut mal, hier ist der Bonus noch von dem Stadtstaat Akkad, dass wir hier direkt Schaden auf die Stadtmauern machen. Finde ich ganz gut. Brauchen wir keinen Rambock mit rüber zu ziehen. Nutzen wir weiterhin. Ich hoffe, er baut noch keine besseren Mauern. Genau, alles drauf und fertig. Banzer, du verstehst mich, das ist die Strategie. Alles drauf und fertig. Sie scharen alle schon mit den Hufen. Die Quadrireme kann schon mal vorfahren. Weiß nicht, wann wir irgendwie Kanonenfutter brauchen. Ihr seid alle befördert. Kommt, fahr noch ein bisschen weiter vor. Die will ich ja nächste Runde befördern. Kann trotzdem schon mal vorziehen. Könnte sich dann hier rein bewegen und dann befördert werden. Du bleibst, wo du bist. Ah ja, und der Apostel soll endlich mal hier die Leute bekehren. Einmal hier bitte. Nein! Nein, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ach, das gibt's doch nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Ich wollte die Stadt... Es kommt so alle 20 Partien einmal vor, dass ich da den falschen Knopf drücke. Ach, Leute. Was sind das hier? Ein Armbrustschütze, der sich verirrt hat. Jetzt muss ich hier mühsamst einen neuen Apostel uns holen. Können wir das hier machen? Ah, ich schicke ein bisschen nach rüber, komm. Den können wir hier auch ins Wasser rüber schicken. Hoffentlich wird er... Also, das ist ja... Mann, ja, peinlich, Leute. Aber wir können uns einen weiteren Glaubenssatz wählen und könnten damit das einzigartige religiöse Gebäude, das unsere Religion haben soll, wählen. Und wir holen uns was... spontan wäre ich für die Stupa mehr Annehmlichkeiten, mehr Zufriedenheit. Moschee brauchen wir nicht, Versammlungshaus ginge auch. Mehr Nahrung und Wohnraum ist auch immer cool. Das sind sowieso meine beiden Lieblingssätze. Wenn man weiß, dass man auf einen Wissenschaftssieg gehen möchte, ist auch Versammlungshaus ganz nett. Wenn man mit Saladin spielt... Und das Gebäude ganz früh bekommen kann, finde ich auch Watt ganz cool. Ich nehme mal die Stupa, Leute. Und 4 Zeitalterpunkte. Die Argumente des Theologen Mazzomens für die Kopflosreligion füllen große Bücher. Dies ist die erste Religion, die ihre Glaubenssätze detailliert darstellt. So sieht's aus. Alle 4 Glaubenssätze hier nochmal für euch zusammengefasst. Arbeitsethik, Leute. Arbeitet, ich schwinge die Peitsche. 10. Herr bitte mit eurer Kohle. Kreuzzug und Stupa für mehr Annehmlichkeiten. Das ist die Kopflosreligion, wo der Stachelskorpion bald vorzieht in Richtung Kyros.